eben noch ganz laut geschrien. Das Baby ist bestimmt schon da. Ich habe noch versucht, sie zu reanimieren, aber es war zu spät. Sie war wahrscheinlich schon eine halbe Stunde tot, als wir sie gefunden haben. Und deshalb konnte ich auch nichts mehr fürs Baby tun. Ja, und was könnte die Todesursache gewesen sein? Es scheint keine Anzeichen äußerlicher Gewaltanwirkung zu geben. Aber vielleicht gab es Komplikationen in der Schwangerschaft. Also Todesursache im Moment ungeklärt? Ja, genau. Ja, gut. Dann soll der Staatsanwalt eine Obduktion anordnen. Was sagt die Wohnheimverwaltung? Tja, den Namen kennen wir ja. Tatjana Nowacka, 21 Jahre alt. Sie stammt ursprünglich aus Minsk. Sie lebt seit 2 Jahren hier im Heim und besucht hier in der Stadt die Uni, Hauptfach Geschichte. Und sonst noch was? Tja, wenn wir mehr über sie erfahren wollen, müssen wir mit den Mitbewohnern sprechen. Die sind ja anscheinend nicht da. Ja. Entweder sind die verreist übers Wochenende, vielleicht nach Hause, oder die sind in der Stadt. Hm. Samstagabend. Und das Mädchen, das den Notruf abgesetzt hat? Steht völlig unter Schock. Der Notarzt meinte, wir können uns wahrscheinlich erst morgen mit ihr unterhalten. Es war circa 7:45. Ich war gerade beim Lernen für eine Prüfung, als ich die Schreie gehört habe. Zuerst habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Aber dann ist mir plötzlich klar geworden, dass vielleicht das Baby kommt. Und dann haben Sie einen Notarzt gerufen? Nein. Nicht sofort. Ich habe zuerst an Tatjanas Zimmertür geklopft und sie gefragt, ob ich helfen kann. Aber sie hat mir nicht geantwortet. Deshalb wollte ich dann die Tür aufmachen und nachgucken, was los ist. Aber die war ja abgeschlossen. Dann erst habe ich den Notruf gemacht. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Sie konnten ja nicht wissen, was da passiert. Wie gut kannten Sie Frau Nowacka? Nicht besonders gut. Wir waren ja nicht im selben Studiengang. Tatjana hat sehr zurückgezogen gelebt. Aber mit irgendjemandem muss sie doch mehr Kontakt gehabt haben. Ja, ihre Eltern waren öfter zu Besuch. Aber in letzter Zeit hatten die immer wieder Streit mit ihr. Keine Ahnung, worum es da ging. Ihre Eltern? Also laut unseren Informationen leben die Eltern von Frau Nowacka in Weißrussland und waren noch nie in Deutschland. Sind Sie sicher? Ja, vielleicht habe ich mich auch vertan. Ich habe angenommen, dass es ihre Eltern sind, weil sie oft Sachen für das Baby mitgebracht haben und so. Ja, und vom Alter her würde es eigentlich auch passen. Die waren beide so Mitte 40. Gut, eine Sache noch. Schauen Sie mal, kennen Sie den? Ja. Marco, das ist ihr Freund, der war auch manchmal bei uns. Aber meistens hat Tatjana bei ihm übernachtet. Von ihm war auch das Kind. Roberto, wir müssen in die Pathologie. Der Doc hat sich gerade gemeldet. Bevor er mit der Obduktion anfängt, will er uns noch was mitteilen. Ja, das ist schlecht. Der Freund der Toten ist gleich hier. Du hast deine Nummer rausgekriegt? Ja, die Kollegen haben das Handy der Toten gefunden. Da stand alles drin. Marco Reitmeier ist der Freund. Gut, dann fahr ich alleine. Okay. Robert Michael, Herr Reitmeier. Wo ist Tatjana? Ich muss zu ihr. Bitte, bitte. Das mit ihrer Freundin tut uns wirklich sehr leid. Ja, ich muss sie sehen. Die Rechtsmedizin fängt gleich mit der Obduktion an. Ja. Vielleicht könnten Sie uns in der Zwischenzeit ein paar Fragen stellen. Ich will keine Fragen. Ich muss zu ihr. Ich muss sie sehen. Ja, Doc, ich bin's. Du, ich bring noch einen Angehörigen mit, ja? Okay, bis gleich.
Bitte, halt mal. Kommen Sie bitte. Später. Tatjana. Nein. Herr Reitmeier, ich glaube, das reicht jetzt. Draußen wartet ein Kollege, der wird Sie ins Kommissariat bringen. Nein, ich bleibe hier. Also das geht leider nicht, Herr Reitmeier. Ich muss jetzt dann doch mal so langsam mit der Obduktion beginnen. Ich will nicht, dass sie aufgeschnitten wird. Wir müssen die ganz genaue Todesursache feststellen. Sie wollen doch auch, dass der Tod Ihrer Freundin so schnell wie möglich aufgeklärt wird. Ja? Kannst du sie bitte rausbringen? Kommen Sie bitte. Dann kann ich ja jetzt endlich mit der Obduktion beginnen. Ja, aber du wolltest mir doch vorher noch irgendwas sagen. Deswegen bin ich doch hier. Naja, richtig. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass sie wohl erstickt ist. Ich habe entsprechende Textilfasern in ihren Mundwinkeln gefunden. Also doch kein natürlicher Tod. Nee. Todeszeitpunkt war übrigens gestern Abend, so zwischen 8 und 9 Uhr. Ihre Mitbewohnerin hat sie um 7:45 schreien hören. Wahrscheinlich hat der Täter ihr da das Kissen aufs Gesicht gedrückt und ist anschließend aus dem Fenster geflüchtet. Mhm. Könnte das nicht jemand beobachtet haben? Bis jetzt haben wir keine Zeugen. Wir müssen die Anwohner noch befragen. Nachher, die Spurensicherung muss ich auch informieren. Ich verstehe das nicht. Wer sollte Tatjana sowas antun? Einer schwangeren Frau? Hier, bitte. Ich hatte gehofft, dass Sie mir da weiterhelfen können. Nein. Tatjana kannte hier doch fast keinen. Und die paar, die sie kannte, die mochten sie. Wie war denn ihr Verhältnis? Wir haben uns geliebt. Sie hat mein Kind erwartet. Was ist das überhaupt für eine Frage? Reine Routine. Wie lange kannten sie beiden sich denn schon? Ziemlich genau 7 Monate. Ich habe sie auf meiner Geburtstagsparty kennengelernt. Eine Freundin hat sie mitgebracht. Eigentlich sollte es ein One-Night-Stand werden, aber dann hat es irgendwie gefunkt. Und als ich dann auch mitbekommen habe, dass sie vom ersten Mal schwanger ist, da haben wir uns gefreut. Damals. Richtig gefreut. Ich müsste noch wissen, wo sie zur Tatzeit waren und wann sie ihre Freundin zuletzt gesehen haben. Es war gestern Nachmittag. Gegen 5, denke ich. Sie ist noch zum Essen vorbeigekommen. Dann ist sie auch schon wieder zurück ins Wohnheim. Und was haben Sie danach gemacht? Also speziell zwischen 20 und 21 Uhr? Bin gegen 7 in die Werkstatt. Ich arbeite als Kfz-Mechaniker und in meiner Freizeit bastel ich an einem Oldtimer. Ich war kurz vor Mitternacht erst zurück. Waren Sie alleine in der Werkstatt? Ja. Okay. Die Zeugin, die ihre Freundin gefunden hat, noch etwas von einem Ehepaar berichtet, das öfter zu Besuch war, beide so Mitte 40. Die Grundmanns wahrscheinlich. Tatjana hat früher bei denen geputzt. Wir waren vier Ersatzeltern für Tatjana. Und laut dieser Zeugenaussage kam es zwischen dem Ehepaar und ihrer Freundin auch öfters zu Streit in letzter Zeit. Echt? Nein, davon weiß ich nichts. Und das Baby? Leider auch. Furchtbar. Anita, Schatz. Es tut mir leid, aber Tatjana war wie eine Tochter für uns. Setzen Sie sich doch bitte. Ja, danke. Ja, haben wir schon gehört. Und dass Sie des Öfteren im Studentenwohnheim waren zu Besuch? Ja, fast jede Woche. Würden Sie uns bitte erklären, wie es zu dieser Freundschaft kam? Tatjana hat mal bei uns geputzt und wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Und dann haben wir auch mal privat was zusammen unternommen. Herr Grundmann, laut Zeugenaussage gab es in letzter Zeit zwischen Ihnen und Frau Nowacka des Öfteren Streit. Also Streit ist übertrieben. Vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit. Kann auch sein, dass es mal ein bisschen lauter geworden ist, aber kein Streit, nein. Und um was ging es dabei? Ach. Allgemeine, theoretische Dinge, Politik, Geschichte, nichts Wildes. Und wo waren Sie gestern Abend zwischen 9 und 10? Hier, mit meiner Frau, wir haben ferngesehen.
Sie glauben noch nicht, dass wir mit der Geschichte irgendwas... Herr Gruber, Sie verstehen doch sicherlich, dass wir solche Fragen stellen müssen. Genau. Wir bräuchten übrigens auch Ihre Fingerabdrücke. Sie waren ja des Öfteren im Studentenwohnheim und haben dort welche hinterlassen. Und die müssen wir von den Täterspuren unterscheiden. Ach so, ja. Gut.